Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen der Union! Wir sprechen heute über einen Antrag, kriminell erlangtes Vermögen konsequent abzuschöpfen. Fangen wir vielleicht, ich kann mir den Sarkasmus an dieser Stelle nicht ersparen, doch erstmal im wunderbaren Bundesland NRW ab. Inkriminierte Zahlungen und Schmiergelder sollen da an Ihren NRW eben zitierten Innenminister geflossen sein, den Schatzmeister und seinen Mitstreitern. Dafür brauchen wir da in der Tat kein neues Verfahren. Das könnten wir eigentlich, wenn Sie es wollen, gleich so erledigen. Kommen aber zu Ihrem Antrag, und den sehen wir zunächst mal sehr offen, weil viele Dinge drinstehen. Kollege Hauer hat es ausgeführt, die ja auch in unseren Forderungen stehen und auch denen der Gewerkschaft der Polizei. Ich nenne da mal Herrn Buckenhöfer. Yachten, Villen, teure Autos, Schmuck und andere Vermögenswerte von Straftätern sollen in Zukunft eben leichter beschlagnahmt werden können. Eine hehre Zielstellung. So soll für Fälle, in denen unklar ist, wer die faktische Kontrolle über die Vermögenswerte ausübt, mittels des risikobasierten Ansatzes, wir gucken gerade mit Staunen zur FIO, immer noch händische Auswertung der dort vorhandenen Unterlagen, soll es in Zukunft ermöglicht werden, die Herkunft, den Erwerb solcher Vermögenswerte entsprechend auszuwerten. Berechtigung an solchen Vermögenswertungen soll aufgeklärt werden, also ein In-Rem-Verfahren. Bislang bezieht sich der Anfangsverdacht auf die Person. Der Entwurf aus dem Hause Lindner hingegen liegt auf dem Tisch. Richtig erkannt hat die Union eben hier, und deswegen der Antrag, dass das, was im Hause Lindner und aus der Koalition kommt, entsprechend als scharfes Schwert im Kampf gegen Finanzkriminalität unter dem Bezeichnung Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz auf die Schiene gesetzt wurde, bestenfalls ein administrativer Popanz ist, meine Damen und Herren. Im Zentrum soll nämlich stehen, eine weitere neue Bundesoberbehörde zu schaffen, das BBF, das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, ausgestattet üppig wiederum mit 102 Planstellen. Fachleute finden sich aber nicht auf dem Markt. Das haben zahlreiche Anhörungen ergeben. Es ist auch ein Planstellendefizit nach wie vor bei der FIO. Also die Einstellung von Laien, die in der hauseigenen Akademie dann aufgewertet werden sollen, meine Damen und Herren, ich glaube, da werden Sie keine Kompetenz und Expertise entsprechend auf die Reise bringen. Im Bahnjargon würde man sagen, bestenfalls eine Dresine. Unter dem BBF hängen dann noch das Ermittlungszentrum für Vermögensverschleierung und das Ermittlungszentrum für Geldwäsche. Mit dem Mehrbedarf im BMF, der GZB und dem ITZ-Bund landen wir dann in toto bei 977 Planstellen bis 27. Kosten spielen offensichtlich bei dieser Koalition auch keine Rolle. So zumindest Lindners Vorstellung, Herr Kollege Tonka. Sinn macht dagegen ein Aufstocken der Ressourcen dort, wo Kompetenz und Expertise bereits vorhanden sind, nämlich beim Zoll. Da gehen wir ja mit, und dass das sicherlich ein Fehler war, den aber die Union dann 2017 mit der FIO ins Leben gerufen hat. Wir müssten also das Rad nicht neu erfinden. Und hier könnten wir tatsächlich, ich glaube, das haben wir alle in der Anhörung auch mal gehört, nach Italien schauen. Ich glaube, dass dort mit der Finanzpolizei, die dort etabliert wurde, analog vielleicht zum Beispiel eines Bundeskriminalamts, ein sehr, sehr guter und administrativer Schritt gegangen worden ist. Was, wann und warum verdächtig sein soll, auch das tun Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, in Ihrem Antrag noch nicht ausführen. Schauen wir uns also den Entwurf in zwei definierten Risikofaktoren einmal an. So die tatsächlichen Einkommensverhältnisse. Aber wie soll der Betroffene die vor Jahren erfolgte Schenkung der Tante nachweisen? Bleiben Sie die Frage offen. Oder der Vermögensgegenstand in einer Person mit Sitz im geografischen Risikogebiet zuzuordnen. Personen mit Sitz im Finanzzentrum Dubai sollen dabei per se schon mal verdächtigt sein. Ich finde das schon sehr sportlich. Und die Intention, und das befürchten meine Kollegen meiner Fraktion, könnte sein, hier wieder EU-Recht, entsprechend die EU-Kommission zu befriedigen, dass das nämlich die vorbereitende Maßnahme für ein sogenanntes Vermögensregister sein könnte, meine Damen und Herren. Sind denn auch Ihre detaillierten Ausführungen zum direkten Zugang zu allen Finanzinformationen zu verstehen, wie Sie es da eben fordern, Herr Hauer? Und das machen wir als AfD-Fraktion an dieser Stelle nicht mit. Auch die willkürlich gesetzte Wertgrenze von 10.000 Euro, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Also insoweit betreten Sie auch hier rechtspolitisch Neuland. Da bin ich beim Kollegen Fiedler. Wir werden das kritisch begleiten. Und wenn was Gutes dabei rauskommt, dann würden wir auch im weiteren Fortgang hier mitgehen, Herr Kollege Hauer. Vielen Dank. Das Wort hat Sabine Grützmacher für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.